Die goldene Schildkröte von Paul Maar mit Bildern von Eva Muggenthaler. Beate Aurora Christiane Anna Luise von Hohenberg war eine Prinzessin. Prinzessinnen haben immer ganz besonders lange Namen. Aber ihr Vater, der König, fand, es sei Zeitverschwendung, wenn er nach der Prinzessin rief und dabei alle ihre Vornamen aufzählen musste. Deswegen kürzte er ihren Namen ab und nannte sie einfach Bea. Prinzessin Bea hatte 4 Haustiere. Einen Papagei, der Ping-Pong, Ping-Pong rufen konnte. Einen Pudel und eine afrikanische Springmaus. Aber am liebsten mochte sie ihre Schildkröte, der sie den Namen Roswitha gegeben hatte. Roswitha hatte einen goldenen Rückenpanzer. Der Hofmaler hatte ihn golden angemalt und seitdem glänzte Roswithas Panzer wunderbar königlich. Die Schildkröte Roswitha war sehr stolz auf ihren Goldrücken. Besonders gerne krabbelte sie aus dem Schloss, wenn draußen die Sonne schien. Dann legte sie sich in den Schlosshof und freute sich, wenn ihr Rücken im Licht glänzte und sich der goldene Widerschein in den Schlossfenstern spiegelte. Einmal kroch sie über den Schlosshof und traf dort die Katze Lilli. Die Katze fragte, »Was steht denn auf deinem Rücken geschrieben?« »Da steht nichts geschrieben«, antwortete die Schildkröte. »Es ist das Gold, das in der Sonne glänzt.« »Ich weiß ja, dass man dich vergoldet hat«, sagte die Katze. »Aber auf die goldene Farbe hat man etwas geschrieben?« »Geschrieben?« fragte die Schildkröte aufgeregt. Sie versuchte vergeblich, den Kopf so weit zu heben, dass sie ihren Rücken sehen konnte. »Was steht denn da?« »Keine Ahnung«, sagte die Katze. »Denkst du vielleicht, Katzen können lesen?« »Dann muss ich wohl den Pudel fragen«, sagte Roswitha, kroch zur königlichen Hundehütte und fragte den Pudel. »Kannst du mir sagen, was auf meinem Rücken steht?« Natürlich konnte auch der Pudel nicht lesen. Aber er war eitel und wollte es nicht zugeben. Darum sagte er, »Ich würde es dir ja gerne vorlesen, aber das Gold glänzt so stark im Sonnenlicht, dass es mich blendet. Ich will nicht warten, bis die Sonne untergegangen ist«, sagte Roswitha. »Dann muss ich wohl die Pferde fragen. Im Pferdestall blendet auch kein Sonnenlicht.« »Die Pferde können auch besser von oben auf deinen Panzer sehen«, sagte der Pudel, »weil sie höher sind als ich. Du musst mir nicht erzählen, wie hoch Pferde sind, du alter Angeber«, sagte die Schildkröte hochnäsig. »Das weiß doch jeder!« Roswitha kroch zum königlichen Reitstall. Aber im Reitstall hatte sie auch kein Glück. Sie fragte ein Pferd nach dem anderen. »Kannst du mir sagen,
was auf meinem Rücken steht?« Das dauerte lange, denn in dem Stall standen 18 Pferde. Aber kein Pferd konnte der Schildkröte helfen, denn sie verstanden zwar viel vom Reiten, konnten aber alle nicht lesen. Was also sollte sie tun? Eigentlich konnte es Roswitha egal sein, was auf ihrem Rücken stand. Aber nun war ihre Neugier geweckt und sie musste es unbedingt wissen. »Dann muss ich wohl die Schweine fragen«, dachte Roswitha und machte sich auf den Weg zu den königlichen Schweineställen. Die Schweine standen in einer Reihe nebeneinander vor dem Schweinetrog und fraßen laut schmatzend. »Hallo, Schweine! Könnt ihr mir sagen, was auf meinem Rücken steht?« rief Roswitha. Die Schweine taten so, als hätten sie die Schildkröte nicht gehört. Oder sie hörten sie wirklich nicht. Das Schweineschmatzen war furchtbar laut. »Wer kann mir sagen, was auf meinem Rücken steht?« rief sie noch einmal. Die Schweine fraßen schmatzend weiter. »Dann eben nicht«, rief Roswitha ärgerlich und schob sich aus dem Schweinestall. »Sau dumme Schweine«, murmelte sie dabei, »kennen nur ihr Fressen und haben keinen Sinn für Schönheit.« Gleich neben dem Schweinestall traf sie eine Ratte und stellte die Frage, die sie schon allen anderen gestellt hatte. »Kannst du mir sagen, was auf meinem Rücken steht?« »Ist das echtes Gold?« fragte die Ratte. »Natürlich! Was für eine dumme Frage!« sagte Roswitha. »Gold ist wertvoll, stimmt's?« fragte die Ratte. »Ja, sehr wertvoll sogar«, antwortete die Schildkröte. »Aber das ist jetzt nicht wichtig. Ich will wissen, was auf meinem Rücken steht.« Die Ratte ging nicht darauf ein. »Wenn jemand an deinem Rücken schaben würde, könnte er das wertvolle Gold herunterkratzen«, überlegte sie. »Stimmt's?« »Du wirst dich hüten, an meinem Rücken zu kratzen«, rief Roswitha. »Man wird ja mal fragen dürfen«, fing die Ratte an, hörte auf, drehte sich blitzschnell um, rannte weg und schrie dabei: »Vorsicht, ein Adler!« Und schon war sie in einem Loch verschwunden. Hastig zog die Schildkröte den Kopf und die Beine unter ihren Panzer zurück. Aber das störte den Adler nicht im geringsten. Mit seinen langen, scharfen Krallen schnappte er sich die Schildkröte und flog mit ihr in die Luft. Roswitha wusste, was auf sie zukam. Der große Vogel würde höher und höher fliegen und sie dann fallen lassen. Beim Aufschlagen würde ihr goldener Panzer zerbrechen und der gemeine Adler würde sie auffressen. Wie schrecklich! Und sie hatte noch nicht einmal erfahren, was auf ihrem Rücken stand. Da ließ der Adler die Schildkröte auch schon aus seinen Krallen fallen. Roswitha fiel. Und fiel und fiel und landete ganz weich. Zufällig war Bär gerade aus dem Schloss gekommen
hatte ihre Schildkröte fallen sehen und sie lässig aufgefangen. »Danke, Bea, dass du mich gerettet hast!« japste die Schildkröte. Sie war noch ganz außer Atem vor Schreck. »Hab ich gerne gemacht«, sagte Bea und lachte. »Wo warst du denn? Hab dich überall gesucht!« Roswitha sagte, »Ich habe alle Tiere besucht, weil ich wissen wollte, was auf meinem Rücken steht. Ich habe die Katze gefragt, den Hund, sämtliche Pferde, die Schweine und sogar eine Ratte. Hast du eine Ahnung, wen ich noch fragen kann?« »Ja, du solltest mich fragen. Schließlich war ich es, die das auf deinen Rücken geschrieben hat«, sagte Bea. »Du hast es geschrieben?« fragte Roswitha verblüfft. »Kannst du mir sagen, was auf meinem Rücken steht?« »Da steht, falls diese Schildkröte verloren geht, bitte bei Bea abgeben. Und wie du siehst, hat es auch funktioniert«, sagte Bea und lachte zufrieden.